Schön, dass du es wieder geschafft hast, auf meinem Kanal eine weitere Folge von Conan Exiles zu sehen. Ja, die letzten zwei Folgen sind leider verloren gegangen. Dummer Zufall, wie es man so will. Wir sind seit der letzten Folge hier von Xaltas Zuflucht über die Allee des Nordsterns zum Sumpf der ewigen Träume nach Botes Rest, Kreuzweg und schließlich hier in die östliche Kaserne reingelaufen. Und mitten im Kampf stürzte mein Rechner ab. Ein Blue Screen of Death. Hip, hip, hurra. Ja. Mitten während ich dort oben auf dem Podest im Kampf gewesen bin, ihr seht, hier ist alles voller Imps. Imps alleine sind nicht wirklich schwierig zu schaffen. Aber wenn du mitten im Kampf, ja, abstürzt, ist das schon sehr ärgerlich. Und als ich dann wiederkam, war ich dementsprechend natürlich tot gewesen und ganz am besten in meiner Basis wieder da. Komplett ohne Ausrüstung, ohne alles drum und dran. Ja, aber ich wurde nicht von den Imps getötet. Nein, hier läuft so ein grüner Vogel durch die Gegend. Ich sehe ihn gerade auch nicht. Ja, und der meinte wohl, seinen Schnabel an mir wetzen zu müssen. Ja, und als ich dann hier nackig wieder hingelaufen bin, lag meine Leiche zum Glück noch hier rum. Ich konnte sie dann auch wieder einsammeln. Zum Glück. Ja, und nachdem das geschehen ist, musste der Server neu gestartet werden, weil zwei der Mods, die wir verwendet haben, Probleme verursacht haben. Warum laufe ich jetzt nicht einfach über die Treppe und kletter hier rum? Ganz einfach, ich möchte den Einzelnen dort erwischen. Zap. Ich hoffe, dass der Rechner jetzt nicht wieder abstürzt. Wir werden es gleich sehen. Der hat einen Pisspot auf dem Kopf. Hält aber trotzdem nicht viel aus. So, und jetzt geht das Erkunden natürlich weiter. Ja, seht ihr, da so ein scheiß Vogel hat mich dann erwischt. Nur einer der grünen Varianten. Der da. Ja. Aber was dieser komische Imp mit dem Pisspot wohl sollte, also ich weiß es nicht. Ich habe auch seitdem keinen weiteren gesehen, der irgendwie derartig gewandet wäre. Oh, jetzt kommen sie alle. Hat ihnen trotzdem nichts genützt. Ja, wie ich es schon in einer der vorherigen Folgen gesagt habe, werden wir uns bis in diesen Bereich reinschlagen, also umschlagen, um zur Priesterin von der Keto zu kommen. Wie gesagt, zur Lehrerin von der Priesterin, der Gottheit. Ich hab's jetzt schon heute, ich merke es schon. Das sind so Momente, wo man vielleicht aufhören sollte, aufzunehmen. Aber ich bin gerade so richtig schön noch im Fluss. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und warum nicht? Wenn man noch da ist, soll man es nutzen. Heute wurde übrigens ein Patch aufgespielt, wo verschiedene Probleme behoben wurden, unter anderem mit den Swalls, dass die jetzt nicht mehr keinen Schaden nehmen, sobald sie an einer Planke oder ähnliches stehen. Ebenso auch noch ein paar andere Fehler. Das könnt ihr allerdings alles auf der Webseite von Funcom nachlesen. Hier ist eine Blutspur. Oh, da liegt ein Toter.
Plündern? Nein. Kann man leider nicht plündern. Ja, der ist wahrscheinlich gerade hier mit seinem, was auch immer, gelandet. Wollte sich gerade eine Basis aufbauen, hat seine Bettrolle hingeschlagen und wurde von den Kreaturen, von den Krokodilen, dort ins Dickicht gezogen. Kein rühmliches Ende. Weiß Gott nicht. Bucht der Rümpfe. Ja, man sieht es schon, so viele Rümpfe. Was hier wohl geschehen ist, war es ein Orkan gewesen? Oh, was ist das denn? Das sieht hier aus wie ein Salamander. Alle miteinander, Salamander, alle miteinander. Gucken. Der hält auch eine ganze Menge aus. Jedenfalls mehr wie die anderen. Aber so viel hat er auch nicht ausgehalten. Gucken, ob da irgendwas Spezielles. Oh, der hat auch Sprengdrüsen. Ja, wunderbar. Ja, noch einen weiteren habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich habe ja jetzt bereits einen kennengelernt. Da ist ein weiterer. Ich sehe schon, hier gibt es jede Menge zu entdecken für uns alle zusammen. Packen wir es an, würde ich sagen. Ich werde hier auch eine weitere Basis bauen. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Ich habe hier jetzt mal eine kleine Bettrolle positioniert, um nicht allzu weit laufen zu müssen, sollte ich nochmal aus irgendwelchen Gründen sterben. Es ist halt noch nach wie vor ein Survival Game und kein Hello Kitty, das Online-Inselabenteuer. Ja, nur damit ich nicht so weit zu laufen brauche, weil irgendwann reicht. Das ist die Rache dafür, dass dein Kumpan mich getötet hat. Also so schön wie das ist, mit den zwei Händern zu kämpfen, aber wenn man da einmal im Schwung ist, ist man nicht so schnell rauszuholen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade langlaufe, aber das macht den Reiz solcher Spiele für mich aus. Entdecken und rausfinden. Wo bin ich denn hier? Alles klar. Laut der Karte müsste es hier irgendwelche Ruinen geben, da sind sie schon. Und Gorillas. Oder was das ist. Ja, es ist ein Gorilla, habe ich richtig erkannt. Okay.
Also das sind definitiv Ruinen der Lemurenstadt, die hier damals gelandet sind, die das Gefolgschaft der Hexenkönigin, deren Maske wir brauchen. Ja, das kann ich auch. Ich bin King Kong. Mehr King als Kong. Da ist sogar ein aufrecht gehender Gorilla. Der sieht aber komisch aus. Na, wer magst du wohl sein? Lässt sich auf jeden Fall nicht irgendwie zurückschleudern. Aber das macht nichts. Gucken, trägt er was mit sich? Scheint ja eine Art Menschenaffe zu sein. Sieht auch nicht aus wie ein Gorilla, sondern eher wie so ein degenerierter Mensch. Oder sagen wir mal lieber so ein urtümlicher Mensch. Da hat mich irgendjemand entdeckt. Ich weiß noch nicht, wer mich da entdeckt hat. Na? Er hat mich trotzdem noch... ja gut, okay. Tja, der Gorilla ist schon mal down. Sein komischer Artverwandter oder was das ist, wird gleich folgen. So. Das sieht sogar sehr interessant aus. Na, schon wieder so ein Vogel. Und wieder ein grüner. Du willst es wirklich wissen, ne? Grün ist nicht meine Farbe, scheint mir. Ich habe nur gerade keine Ausdauer. So, das war die Rache gewesen. Schwarze Garten. Da wabert irgendwas. Zur Sicherheit ziehe ich mir mal die Sandsturm-Atemmaske an. Denn ich glaube nicht, dass diese Gase gesund sind. Da haben wahrscheinlich ein paar der Gorillas zu häufig einen düsen lassen. Sieht aus wie Lotus. Schwarzlotus! Ha! Schöne Träume! Der schwarze Lotus, den man aus Stygien kennt, mit dem, ja, viele starke Räusche verursacht werden können, aber auch Halluzinationen und Wahnsinn. Und der wächst hier. Nehmen wir direkt erstmal alles mit. Ich habe leider gerade keine Sichel dabei. Ansonsten wäre das wesentlich effektiver.
Dann ist dieses Wabern wahrscheinlich hier drumherum vom schwarzen Lotus, von den Blüten. Wie hat er das denn geschafft? Ist hier noch was vom schwarzen Lotus? Ja, da tatsächlich. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit den Waffen, weil ich habe keinen Stahl mit und auch kein Leder, um diese Waffen bzw. die Rüstung reparieren zu können. Aber die Rüstung braucht eh keinen Stahl, nur die Waffen. Aber ohne Waffen zu kämpfen ist schwierig. Zumindest die bei diesen Gegnern. Drei, 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 drei. Zwei. Vier. Es waren vier. Komm zu Mama. Da habe ich wohl in ein Wespennest bzw. in ein Gorillanest gestochen. Ich möchte nicht wissen, was diese Tiere für eine Körperkraft haben. Ist irgendwie kaum vorstellbar, dass die mit uns verwandt sein sollen. Wieder Blutflecken. Tretet ihr ruhig, meine Lieben, tretet ihr ruhig. Ich trete auch. Tut nur mehr weh. Hier liegt wieder eine Leiche mit einem... Und ich kann die sogar benutzen. Wenn ich Holz hätte. Ich habe aber kein Holz, aber dafür habe ich Pflanzenfasern. So, jetzt das im Dunkeln hier was zu erkunden, hat eh keinen Sinn. Ach, ich habe ja immer noch die Atemschutzmaske auf, fällt mir gerade auf. Ja, und an dieser Stelle mache ich einen kurzen Cut. Würde mich freuen, wenn ihr ja ein Like da lasst, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und ich sage einfach mal, bis später denn. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.